eine Schüssel und einen Schneebesen. Gemahlener Pfeffer. Eine Waage. Okay, kommen wir jetzt wieder raus hier? Jetzt kommen wir wieder raus hier. Das ist schön. Also, du hast das so gelöst. Also, du löst das so. Verstanden? Oh, ich verstehe. Das macht Sinn. Du bist wirklich schlau, Sophie. Ich könnte nicht mal meine eigenen Hausaufgaben erledigen. Ich bin neidisch. Du bist immer so ruhig und erwachsen und klug. Und du bist sogar wirklich nett. Und wenn Regan mich so schikanieren würde, glaube ich nicht, dass ich mutig genug wäre, immer noch zur Schule zu kommen. Ich wünschte, ich könnte mehr wie du sein, Sophie. Die Lehrer sagen immer, dass du dein Bestes gibst, Anne. Und das, dem muss ich zustimmen. Du bist wesentlich besser als ich. Tut mir leid, Sophie, dass ich dich niemals vor Regan und ihren Freundinnen oder ihren Schikanierungen rette. So eher. Ich will ja helfen, aber ich habe zu viel Angst. Also sehe ich nur zu. Es tut mir wirklich so leid. Schau mal, das macht mir nichts aus. Also sollte es dir auch nichts ausmachen, Anne. Ich bin einfach nur glücklich, wenn wir so zusammen sein können. Danke. Du bist meine beste Freundin, Sophie. Sophie! David! Oh, David. Hast du noch jemanden gefunden, der wach ist? Nope, nichts Gutes. Ich war im Krankenhaus und Hotel, aber nicht ein Auge war offen. Was ist mit deinem Freund, mit deiner Freundin, Sophie? Hast du sie nicht gefunden? Nein, nun, das habe ich, aber sie ist weggerannt. Gerannt? Was meinst du mit gerannt? Ich habe so das Gefühl, dass du mir nicht glauben wirst, David. Oh, ich glaube, David wird dir mehr glauben, als du denkst. Merkwürdige rote Schatten? Was könnte das nur sein? Ich habe nichts Merkwürdiges gesehen. Du glaubst mir? Nun, es ist keine Lüge, oder? Und ich weiß, dass du nicht, dass du keine Lügnerin bist. Danke, aber ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Niemand ist wach und diese merkwürdigen Schatten. Ja, das ist nicht gerade normal, hä? Aber das bedeutet auch, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwas tun können. Ich werde weiterhin nach den anderen sehen. Vielleicht finde ich ja irgendeine Lösung. Sophie, komm diesmal mit mir. So wie ich es dir gesagt habe, es ist so, wie ich dir gesagt habe, es ist zu gefährlich. Aber ich meine, es ist nicht sehr effizient, von Tür zu Tür zu gehen, wenn wir in so einer großen Stadt, wenn wir das zusammen machen, oder nicht? Meinst du nicht, wenn wir uns aufteilen, dass es schneller geht? Ich schwöre, es geht mir gut. Ich sagte nein. Ich kann dich nicht allein gehen lassen. Wer weiß, was dir passieren könnte. Mir geht's gut. Ich mach dir nur Ärger, David. Ich werde gehen. Nein, Sophie, bleib doch bei David. Was stimmt denn mit dir nicht, Mädchen? Das ist ein fescher Boy. Nein, warte mal, der hat wieder eine Freundin. Verdammt. Aber ist ja egal. Das ist ein fescher Boy und der will dir helfen. Der will dich beschützen. Bleib bei ihm. Ich würde mich wesentlich sicherer fühlen, wenn ich dich bei mir hätte, als dich irgendwo wieder aus dem Ärger you getting into danger out of sight? Als wenn du außerhalb meines Sichtfelds in Gefahr geraten würdest. Okay, aber kannst du mir wenigstens sagen, wo du suchen wirst? Ich denke, ich habe mir überlegt, das westliche Ende abzuschecken. Es könnte sein, dass die Leute, die alle zusammen, die alle noch wach sind, sich versammeln. Also werde ich mal in der Bloomberg Mall nachschauen.
Ah, ich verstehe. Aber versuch aus Gefahr rauszubleiben, okay? Komm zurück zu diesem Park, wann immer du fertig bist. Jep, verstanden. Die Mall. Item, die Mall. Die Mall. Dafür müssen wir hier einfach nur runter. Und da ist dann auch schon. Ups. Ist dann auch schon die Mall. Aber die ist doch zu. Mal überlegen. Wenn ich ein echter Dieb wäre, der die Tür zur Mall aufbrechen will, wie würde ich reinkommen über den Code? Ein Panel für das Security-Schloss. Es wurde von der Firma Safety Guard gemacht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich brauche eine Sicherheitskarte, wenn ich das öffnen will. Ob ich eine finden könnte? Das war hier drüben, wo so ein Auto rumstand, ne? Wahrscheinlich ein bisschen höher, aber es war hier drüben. Da. Ja, jemand schläft da drin. Ein Arbeiter für die Sicherheitsfirma? Hey, die Tür ist offen. Ich denke, ich kann da rein. So, na dann mal los. Ein schlafender Mann, der eine Uniform trägt. Wenn der Typ zu Safety Guard gehört, dann hat er vielleicht eine Karte. Entschuldigen Sie, Mister. Ich muss Sie mal eben durchsuchen. Ah, das muss es sein. Wir haben eine Security-Karte, dann können wir ja wieder raus. So. Ach ja, Karte. Safety Guard, Security Card. Oh Gott, einen Moment. Das fotografiere ich mir mal eben ab. Das ist mir jetzt. Das schreibe ich jetzt nicht alles auf, ne? So, dann kann ich mir das hier schön hinlegen. Komm, kipp dich. Okay. E1B4A2. E1 ist 24, B4 ist 19 und A2 ist 17. Sehr schön. Hat gefunzt. Ein großer, ausgeschopfter Blumenbär. Maskottchen der Mall. Er hält ein Schild. Willkommen in der Blumenberg Shopping Mall. Ein wundervolles, ein Wunderland für jeden. Vom Shopping übers Essen bis hin zu Filmen. Habt eine gute Zeit. Der Bär verpasst mir immer totale Gänsehaut. Mein Teddy ist so viel süßer. Aber der hier ist größer. Ein Telefon. Geht nicht. Können wir nicht telefonieren. Rauchen verboten. Trashcan. Vending Machine. Da geht's up. Ist das eine Puppe oder schläft da jemand auf den Treppen? Oh, Kuchen. Und Essen und so. Was haben wir hier? Notausgang. Sind verschlossen. Fahrstuhl. Die Knöpfe funktionieren nicht. Okay, runter geht's nicht. Wir können also nur hoch. Na dann, ab. Was zum... Eine Puppe? Irgendein Kind muss sie hier vergessen haben. Das hat mich erschreckt. Sie lacht, wenn man ihren Bauch berührt. Wir haben eine Puppe. Darf ich die wegschmeißen?
Die ist ja mal richtig ekelhaft. So. Ja, es ist verschlossen, deswegen komme ich nicht rein. Da ist nochmal so ein Teddybär. Was haben wir hier? Achso, Aufzug funktioniert aber nicht. Was? Was war das? Ein Schuss? Hier müssen Leute wach sein. Ich hoffe nur auf die gute Art. Betten! Sind das Leute oder Puppen? Verschlossen. Okay. Ja. Noch höher. Noch höher geht's dann nicht. Merchandise für die gezeigten Filme. Ja, ganz oben ist natürlich ein Kino. Der Blumenbär trägt eine 3D-Brille. Schau dir Dragon Hunter in Real 3D an. Stelle sicher, dass du dir deine eigene 3D-Brille kaufst. Könnt ihr die Brillen nicht wenigstens umsonst anbieten? Ja, oder so wie in vielen Kinos, das doch eigentlich üblich ist, dass man die danach wieder aufsammelt. Saal A. Nichts. Saal B. Theatereingang. Ich höre Stimmen. Jemand ist da drin. Ja, dann geh doch auch. Soldaten? Mit Helm und Waffen? Moment mal. Da, auf der Bühne. Reagan! Warum ist sie hier? Hört mir zu, Maden! Es ist. It's time to give this Missy her due. Es ist Zeit, diese Dame hier bezahlen zu lassen. Diese kleine Schlawinerin. Wow. Wie war das, Maden? Sag das nochmal! Will doch meinen. Hey, was ist hier los? Macht sofort die Fesseln los! Schnauze, Fräulein! Wir haben genug von deinem Gequake. Hast du mich verstanden? Achso, nee, werde ich verstanden. Werde ich verstanden? Habt ihr verstanden? Dieses Fräulein hier muss bestraft werden als ein. Also an ihr muss ein Exempel statuiert werden. Antwortet mir, Rekruten. Wie wollen wir diese Göre bestrafen? Mit Schüssen. Firing Squad. Ganz genau. Sieht so aus, als ob ihr doch schon ein oder zwei Sachen wisst. Die Exekution wird in 30 Minuten sein. Bis dahin kommt ihr niemand zu nahe. Und jetzt lasst niemanden in das Gebäude. Wenn ihr jemanden findet, dann blast ihr ihm mehr Löcher in den Körper, als ein Bienenstock hat. Nein? Irgendjemand, helft mir! Was steht ihr hier noch so rum? Bewegt euch, ihr Maden! Oh nein, sie kommen hierher. Ich muss mich verstecken. Ah, okay. Ich wollte gerade zum Teddy rennen. Was war das? Das sind keine echten Soldaten, oder? Soldaten würden das nicht tun. Warum haben Sie Reagan gefangen genommen? Und warum versuchen Sie, sie zu töten? Ich verstehe das nicht. Ich muss ihr helfen. Sie wird sonst getötet, wenn ich sie hier lasse. Kleiner Kühlschrank, Wasserspender, Computer, Rekruten.
Regale, verschlossen, Sounddevices. Ah, hinter den Kinosälen. Kisten. Okay, wir haben noch die Puppe, die lacht, wenn man ihr auf den Bauch drückt. ja. Na, Upi. Ich habe ja gespeichert, ne? Sophie, warum bist du hier? Psst, ruhig. Sie bemerken uns sonst. Ich werde jetzt die Fesseln lösen. Es ist viel zu fest. Moment, ich werde etwas finden, um das aufzuschneiden. Aber psst. Okay. Etwas, um das aufzuschneiden. Etwas, um das aufzuschneiden. Ich bin doch nicht übervorsichtig. So, Reagan, ganz leise. Achso, okay, benutze sie alleine. Reagan, ich habe eine Schere mitgebracht. Ich schneide jetzt das Seil durch. Schnell, beeil dich. Verdammt, was ist nur los mit diesen Typen? Die sagen einfach so, dass sie ein Mädchen umbringen. Was habe ich denn jemals getan, hä? Naja, also. Mir würde da was von früher einfallen. Reagan, warum bist du so spät noch hier? Hä? Woher soll ich das wissen? Ich habe in meinem Zimmer geschlafen und bin hier aufgewacht. Sie müssen mich gekidnappt haben. Sie kamen genau zu Mamas Mall und haben mich. I have them sued. Ich habe sie erwischt. Ich glaube, das kann noch warten. Reagan, hier in der Stadt gehen komische Sachen vor. Jeder schläft und da sind diese Schatten. Wir sollten auf jeden Fall hier raus. Draußen ist ein Freund von mir. Entkommen? Das wird nicht passieren. Sie patrouillieren. Sie werden uns finden, wenn wir uns bewegen. Nun, was dann, Reagan? Sie werden uns doch eh mitkriegen. Sie werden mitkriegen, dass du weg bist. Wenn du hier still bleibst, werden sie dich finden. Halt die Schnauze! Gib mir keine Befehle, Sophie! Du kannst ja versuchen zu entkommen, wenn du das willst. Ich werde auf Mama warten, damit sie mir hilft. Reagan. Warum weinst du, Reagan? Papa und Mama streiten sich schon wieder. Papa schreit und Mama weint. Ich hab Angst, nach Hause zu gehen. Hey Reagan, meine Mama ist tot, weißt du? Warum ist sie gestorben? Sie wurde von Ben Crowder erschossen oder so. Also habe ich keine Mama. Es sind nur ich und Papa. Aber ich weine nicht. Ich muss auch ohne Mama weitermachen. Wenn ich weine, macht sich Papa Sorgen, richtig? Also weine nicht, Reagan. Wenn du weinst, dann bist du eine Heulsuse. Willst du eine Heulsuse sein, Reagan? Nein, ich will keine Heulsuse sein. Dann spiel mit mir. Deine Mama und dein Papa sollten sich bald wieder vertragen. Bis dahin können wir spielen. Okay. Heulsuse. Ich sagte, du bist eine Heulsuse.
Du benimmst dich immer so unnahbar und schikanierst Leute, aber du kannst nichts selbst. Sag das nochmal. Heulsuse. Und ich sag es nochmal und nochmal. Du hast dich nicht verändert, seit wir im Kindergarten waren. Du bist nutzlos ohne deine Mami, die dir hilft. Selbst beim Schikanieren. Du benutzt mich nur als Sandsack, um deinen Stress loszuwerden, wenn die Dinge zu Hause nicht so laufen, wie du es willst. Halt den Rand! Du sagst das, als würde ich dich brauchen. Mal davon abgesehen, du und ich sind komplett verschieden.